Ich bin dran. Das Poppet klingelt. Da braucht jemand Hilfe. Oh, du hast recht. Ryder? Du bist nicht Ryder? Ich weiß. Ich passe auf Ryders Hunde auf, Frau Bürgermeisterin. Keine Sorge. Die Paw Patrol kommt gleich, um zu helfen. Alle Hunde in den Turm. Eigentlich sagt Ryder jetzt Paw Patrol zur Zentrale. Alles klar. Paw Patrol zur Zentrale. Ryder braucht uns. Ich meine Kathy. Die Helfer auf vier Pfoten sind bereit, Ryder. Ich meine natürlich Kathy. Jetzt hab ich's. Danke, Fellfreunde. Also, was macht Ryder als nächstes? Er sagt uns, welche Hunde er braucht und was genau sie tun sollen. Okay. Also, um den Postboten zu retten, brauchen wir Marshall. Du musst deine Feuerwehrleiter ausfahren, um ihn vom Baum runterzuholen. Und du musst dich beeilen. Wow, Marshall macht's. Und Sky, dich brauche ich auch. Du musst mit deinem Hubschrauber Bürgermeisterin Gutherz und Henrietta sicher auf den Boden bringen. Wuff, ich heb jetzt ab. Also gut, Paw Patrol, dann legen wir jetzt los. Ich glaube, du meinst, die Helfer auf vier Pfoten legen los. Ja, genau. Keine Angst, Herr Postbote. Marshall wird sie runterholen. Genau. Leiter hoch. Jetzt holen wir sie hier runter, Herr Postbote. Ich bringe Sie und Henrietta gleich runter, Frau Bürgermeisterin. Wuff, Rettungsgurt! Ich hab ihn! Das hast du gut gemacht, Sky! Ihr seid echt toll, Fellfreunde. Also, wie ist das heute gelaufen? Kathy hat alles super toll gemacht, Ryder. Ich wusste, sie schafft es. Die Helfer auf vier Pfoten sind bereit, Ryder. Danke, dass ihr euch beeilt habt. Herr Pfeffer hatte heute Morgen einen etwas ungewöhnlichen Besuch. Ich wette, sie hatte einen Bärenhunger auf diesen Kuchen. Aber jetzt müssen wir diese Bärenmutter zurück in den Wald bringen. Hey, sieht aus wie eins von Bürgermeister Besserwissers Kätzchen. Ich glaube, es möchte, dass du ihm folgst. Wo ist eigentlich Bürgermeister Besserwisser? Vielleicht ist er in Schwierigkeiten. Rocky, komm mit mir. Oh, oh, herrje. Okay, oh. Vorsicht, Vorsicht. Bürgermeister Besserwisser, bleiben Sie ruhig und versuchen Sie nicht wegzulaufen, sonst wird die Bären... Mich verfolgen? Das habe ich schon versucht. Sky, wir brauchen dich. Ich heb jetzt ab. Ryder, ich bin fast da. Schön festhalten. Sie sind gleich erlöst. Und los. Oh. Ich hab sie. Okay, Rocky, wir brauchen diesen Kuchen. Hast du etwas, um ihn in die Luft zu heben? Ich wusste, dass der Ballon zu irgendwas gut ist. Hallo, ihr Bären. Der ist für euch. Ein fliegender Kuchen. Der führt euch sicher nach Haus. Ich wollte euch danken, dass ihr mich gerettet habt. Oh, gern geschehen, Herr Bürgermeister. Hilfe holen ist ganz leicht. Ein Anruf reicht. Die Helfer auf vier Pfoten sind bereit, Ryder. Danke, dass ihr euch so beeilt habt. Bürgermeister Besserwisser hat einen speziellen Müllwagen mitgebracht, den Bessie-Entsorger. Jetzt ist eine Möwe reingeflogen und hat den Rückwärtsmodus aktiviert. Und nun wirft der Wagen überall Müll in der Stadt herum. Für diesen Einsatz brauchen wir Sky. Ich heb jetzt ab. Und Rocky. Rocky rockt. Alles klar, die Helfer auf vier Pfoten legen los. Das gibt's doch nicht. Der Wagen hat sogar hier Müll abgeladen. Das kriegen wir in den Griff. Und zwar hiermit. Ein toller Laster, Ryder. Gleich wirst du staunen. Na, also das nenne ich mal Upcycling. Was Altes hinein, was Neues erscheint. Ryder, ich habe den Bessie-Entsorger gefunden. Wo ist er? Kurz hinter der Stadt, fährt auf eine Brücke zu und jetzt öffnet sie sich. Die Brücke ist schon hochgefahren. Aber wie kommen wir jetzt zu dem Laster? Diese Müllwürfel versperren uns den Weg. Ja, ich weiß.
weiß, aber mit Upcycling klappt das schon. Was du machst, gefällt mir richtig gut, Rocky. Fertig, das war's. Jetzt werde ich ihn mir schnappen. Hab dich! Ein voller Erfolg, Rocky. Oh, danke, dass ihr den Tag gerettet habt, Paw Patrol. War uns ein Vergnügen. Wenn wieder mal ein Bessie-Entsorger für Chaos sorgt, ein Anruf reicht. Die Helfer auf ihr Pfoten sind bereit, Ryder. Polizeieinsatz? Ihr wisst ja, die Königskätzchen waren auf dem Weg in die Abenteuerbucht. Waren? Was willst du damit sagen? Sie sind verschwunden. Ich glaube, dass wir für diesen Einsatz alle Hunde brauchen. Chase, du bist der Polizeihund. Also wirst du heute der Anführer sein. Ja, verstanden. Das ist ein Fall für Polizeihund Chase. Und nun möchte ich euch bitten, die neuen Mitglieder unserer Chaos-Kätzchen-Truppe ganz herzlich zu begrüßen. Warum fahren wir so langsam? Ach, das habe ich mir doch gedacht. Es wird nicht geschlafen. Auf! Ihr auch, Königskätzchen. Jetzt schaufelt ihr. Sofort anhalten, Bürgermeister Besserwisser. Na gut, dann mache ich es eben selbst. Der Bürgermeister hält nicht an. Ich habe eine Idee. Rocky? Sky? Also, ihr begebt euch so schnell ihr könnt nach oben auf den Berg. Und dann, Sky, lässt du das Nagelband aus dem Hubschrauber fallen. Rocky, du legst es quer über die Straße. Statue, nur damit ihr es wisst, die gehört mir. Und wo sind unsere Gäste? Elisabeth, Heinrich. Willkommen in unserem bescheidenen Städtchen. Und nochmals danke, Paw Patrol. Gern geschehen. Hilfe holen ist ganz leicht. Ein Anruf reicht. Die Helfer auf vier Pfoten sind bereit, Ryder. Gut, dass ihr euch so beeilt habt. Wir müssen nämlich diesmal super schnell etwas bauen. Affennaut Captain Gordy ist vom Kurs abgekommen. Wir müssen Captain Gordy helfen, sicher zu landen. Deshalb brauche ich euch alle, damit ihr einen Landeplatz baut. Schnell! Also, Freunde, diesmal geht es um einen ultimativen Bauarbeitereinsatz. Wir sind dabei! Du kannst dich auf uns verlassen! Wir brauchen einen Bauexperten, der euch anleitet. Rubble und sein ultimatives Baufahrzeug. Die Helfer auf vier Pfoten legen los! Oh nein, Gordy soll in der Schlucht landen. Aber die ist viel zu eng für den Landeplatz. Sie ist einfach zu schmal. Wenn es nicht in die Breite geht, gehen wir in die Höhe. Was sollen wir denn bauen, Rubble? Vertraut mir einfach und folgt meinen Anweisungen. Zuerst bauen wir den alten Landeplatz auseinander. Nicht verschwenden, wiederverwenden. Zuma, du musst hier Pfostenlöcher bohren. Ryder und Chase, wir müssen die Pfosten in diesen Löchern versenken. Ich sehe Gordys Raumschiff. Wir müssen uns beeilen. Captain Gordy verlässt sich auf uns. Rubble, das ist der coolste Landeplatz aller Zeiten. Eine Rubble-Retter-Spiralrutsche. Da kommt er! Du hast es geschafft! Ryder, bitte komm! Geht es Captain Gordy gut? Er ist gelandet, gesund und munter. Danke, Ryder. Ihr wart großartig. Rubble verdient den größten Dank. Die Helfer auf vier Pfoten sind bereit, Captain Ryder. Das Schiffswrack wurde von Sid Seeräuber entführt. Und deshalb müssen wir es wieder dahin zurückbringen, wo es hingehört. Ah, warum kommen wir so langsam vorwärts? Was ist denn nur los?
Ryder, wir sind dem Wrack gefolgt. Aber jetzt passiert etwas Komisches. Es sieht so aus, als wenn das Wrack nicht weggeschleppt werden will. Weil in dem versunkenen Schiff eine Riesenseeschnecke wohnt. Für sie ist dieses Wrack wie eine leere Muschel. Das Piratenschiff ist ihr Schneckenhaus. Sid, hier ist Ryder. Du musst das Wrack zurückbringen. Nein, ich bin ein Pirat und was ich finde, gehört mir. Rocky, du bist dran. Du musst das Stahlseil durchtrennen. Mach dich bereit. Ich warte auf dein Einsatzsignal. Chase, die Riesenseeschnecke muss stillhalten, wenn Rocky das Seil durchtrennt. Vielleicht hast du Tintenfischleckerlis dabei, um sie zu beruhigen. Ja, einen ganzen Eimer voll. Rocky, bist du soweit? Und los! Die Schnecke zieht nicht mehr. Los! Chase, deine Seilwinde. Rocky, mach den Haken fest. Haken festgemacht. Chase, du kannst loslegen. Wir zeigen Chase, wo das Piratenschiff war. Schnecki wird froh darüber sein. Da vorne. Danke, Ryder, dass ihr das Schiffswrack und somit das Zuhause von Schnecki gerettet habt. Haben wir gern gemacht. Hilfe holen ist ganz leicht. Ein reicht. Es ist jetzt echt schon dunkel. Dann schalte ich mal den Leuchtturm ein. Mal sehen, was er noch alles kann. Das ist ja voll der Hammer. Ich muss den Lichtstrahl auf sie lenken wie ein Scheinwerfer. Ja, jetzt drehe ich das Licht sogar noch etwas heller. Und dann scheint es doll genug für den wahnsinnigsten live übertragenen Sprung aller Zeiten. Das große Schiff wird die Insel nicht sehen können. Oh nein, die Tür ist verschlossen und ich habe die Schlüssel drin gelassen. Ich muss die Paw Patrol anrufen. Diese Tür ist verschlossen. Chase, du musst mit deinen Saugnapfpfoten darauf klettern und durch das offene Fenster steigen. Saugnapfpfoten! Die Schuhe wären echt cool für ein paar Megatricks. Zuma, wie sieht's aus? Es ist total dunkel hier draußen. Ich glaube, der Kapitän kann mich weder hören noch sehen, Ryder. Halte Abstand, Zuma. Ich pass auf und ich versuche weiter, den Kapitän zu warnen. Ich bin drin, Ryder. Ich komm gleich runter. Die Glühbirne ist durchgebrannt. Wir brauchen eine neue. Neue Glühbirne kommt sofort. Wir müssen uns beeilen. Der Frachter kracht sonst ans Ufer. Ryder, das Schiff ist außer Gefahr. Ja! Ja! Die Helfer auf vier Pfoten sind bereit, Ryder. Ein mechanischer Hai hat vorhin Herrn Pfeffer verschluckt. Und jetzt ist er außer Kontrolle. Für diesen Einsatz brauchen wir... Chase. Das ist ein Fall für Chase. Und Rocky. Rocky rockt. Alles klar. Die Helfer auf vier Pfoten legen los. Herr Pfeffer, ist alles in Ordnung da drin? Es ist ein bisschen eng hier drin, zusammen mit Draufgänger Danny. Draufgänger Danny X und ein Biberjunges. Keine Sorge, wir kriegen euch alle raus. Chase, das ist eine gute Stelle da vorn. Perfekt. Ruff, Netz. Oh nein, Frau Fröhlich! Apfel? Ryder, wie sollen wir nur diesen Metallfisch aufhalten? Ich hab's! Sky, schnapp dir Rubbles Elektromagneten. Du kannst gleich mal ein bisschen fliegen fischen. Oh nein, er wird in die Bucht stürzen. Oh. Sie hat es geschafft. Ja. Hey, er hat endlich angehalten. Nein. Nein. Ah.
Rocky. Wir brauchen etwas Weiches und Federndes. Schnell! Weich und federnd. Kommt sofort! Okay, springt runter. Einer nach dem anderen. Ja. Und wenn wieder mal jemand in einem Metallhai feststeckt, ein Anruf reicht. Der Hut gefällt mir noch nicht. Ich will einen Hut, den die Welt noch nicht gesehen hat. Sie machen jetzt auf der Stelle Schluss mit dem Blödsinn. Ha! Sie haben ein Denkmal von Ihrem Huhn. Und ich schaffe ein Denkmal vom größten Bürgermeister aller Zeiten. Von mir! Ich rufe Ryder an. Sie haben aber schon eine Menge Gestein aus dem Berg gehauen. Rubble hat recht. Er ist nicht mehr stabil. Das ist lächerlich. Halt, einen Moment. Warum sind meine Ohren denn so spitz wie Katzenöhrchen? Ha, was soll's. Das übernehme ich selbst. Kätzchen können die Arbeit eines Bürgermeisters eben nicht übernehmen. Ich habe ein ganz komisches Gefühl im Bauch. Ich auch. Ich rufe Verstärkung. Marshall, Chase, Zuma, Rocky, wir brauchen eure Hilfe. Haha, jetzt sind beide Ohren so perfekt wie meine. Fertig. Nein, 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 nein! Nein! Oh nein! Er rollt in die Abenteuerbucht! Sky, wir lenken den rollenden Felsen in die Bucht. Such mir einen Weg zum Ufer. Die Straße am Wasser ist frei. Die ganze Arbeit. Den bekommen nur noch die Fische zu sehen. Die Helfer auf vier Pfoten sind bereit, Ryder. Wally hat die Bucht verlassen und irrt jetzt in der Stadt herum. Warum hat Wally das Wasser überhaupt verlassen? Aber zuerst müssen wir ihn finden und für diesen Einsatz brauchen wir Sky. Du findest Wally mit deinem Hubschrauber. Und dann behältst du ihn im Auge, bis wir ihn sicher in die Bucht zurückbringen. Ruff! Ich heb jetzt ab! Alles klar! Die Helfer auf vier Pfoten legen los! Habt ihr Wally gefunden? Nein, ich hätte nicht gedacht, dass ich ein Walross so gut verstecken kann. Ryder, ich hab Wally gesichtet. Er steckt in einem Gully fest, mitten auf der Hauptstraße. Wir sind unterwegs. Oh, oh! Was sagt Wally denn, Marshall? Dass er seinen besten Freund vermisst. Ohne Captain Tollpatsch will er nicht zurück in die Bucht. Danke, Marshall. Sky, Marshall und Rocky, ihr sucht alle nach Captain Tollpatsch. Chase, du bleibst schön hier und sorgst für eine Umleitung um Wally. Ja, verstanden. Hütchen! Captain Tollpatsch ist auf einem Felsvorsprung. Gute Arbeit. Hol ihn mit deinem Rettungsgurt von dem Vorsprung und bring ihn zurück in die Stadt. Okay. Ruff. Rettungsgurt. Ahoi, Wally. Wackle dich frei und dann ab in die blitzeblaue Bucht. Er ist frei. Sky, du bist dran. Du musst Wally zum Meer locken. Jetzt bringen wir dich mal nach Hause. Ryder, Paw Patrol, Wally und ich sind wirklich überglücklich, endlich wieder zusammen zu sein. Oh. Kein Problem, Captain. Falls sich Ihr Walross wieder mal verirrt, ein Anruf reicht. Dies ist ein seltsamer Einsatz. Mara und ihre Freunde haben ein Klettergerüst um Carlos gebaut, aus dem er nicht mehr rauskommt. Hilfe! Er ist eingesperrt? Wie können Affen ein Klettergerüst bauen? Irgendwie sind sie an buntes Werkzeug gekommen. Tracker sagt, sie müssen es gefunden haben. Für diesen Einsatz brauchen wir Rocky. Rocky rockt! Und Chase. Das ist ein Fall für Chase. Alles klar, die Helfer auf vier Pfoten legen los. Komm zurück, du brauchst überhaupt kein Werkzeug. Und du auch nicht, her damit. Paw
Patrol, ich bin froh, dass ihr gekommen seid. Du weißt doch, wir helfen gern. Wir werden dich im Nu da wieder rausholen. Rocky, bau jetzt das Klettergerüst ab. Wird gemacht. Schraubendreher. Danke, Rocky. Ryder? Kein Problem, Carlos. Ryder! Carlos! Habt ihr Mara gesehen? Nein, warum? Na darum! Das ist doch ein Rad vom Paw Patroller. Holen wir uns das Werkzeug, bevor die Affen noch mehr Unfug anstellen. Ruff, Megafon! Frische Bananen! Kommt und holt sie euch! Ruff, ruff. Ja! Gute Teamarbeit. Ihr seid wirklich tolle Hunde. Danke, Ryder. Paw Patrol? Ihr habt den Dschungel vor einem riesen Affentheater bewahrt. Wann immer dich eine Horde frecher Äffchen austrickst, ein Anruf reicht. Die Helfer auf ihr Pfoten sind bereit, Ryder! Danke, dass ihr euch so beeilt habt. Bürgermeisterin Gutherz und Bürgermeister Besserwisser stecken mit dem Schlitten in einer Gletscherspalte fest. Herr Jemini! Oh, die Armen! Und ein paar Wölfe wollen sich Besserwissers Burger schnappen. Alles klar, die Helfer auf vier Pfoten legen los. Chase, los, vertreiben wir die Wölfe. Tennisballkanone. Super, Rubble, flieg in die Gletscherspalte und hol die beiden einzeln nach oben. Alles klar, wird gemacht. So, jetzt holen wir sie hier raus. Ah, ich zuerst. Everest, schnell den beiden hinterher. Ryder, Sie haben eine Bruchlandung auf einer Eisscholle gemacht. Wir müssen schnellstens runter von... Ich hörte dich, warte, Henrietta. Machen Sie sich keine Sorgen. Die Paw Patrol bringt Sie zurück ans Ufer. Der Wind, er bläst uns aufs Meer hinaus. Zuma, die Bürgermeister sitzen auf der Eisscholle fest. Du musst sie ans Ufer schieben. Das ist ganz einfach. Keine Sorge. Zuma! Was hast du mit uns vor? Wir machen einen kleinen Ausflug. Everest, kommst du jetzt an sie ran? Ja! Wurfhaken! Los, beeil dich! Ich bekomme langsam nasse Füße. Oh, vielen Dank, Paw Patrol. Ihr habt uns gerettet. Das haben wir gern gemacht. Wenn Sie wieder mal auf einer Eisscholle festsitzen, ein Anruf reicht. Die Helfer auf vier Pfoten sind bereit, Ryder. Alex und sein Opa haben sich tief im Dschungel in einem Labyrinth verlaufen. Hilfe! Zum Glück hat Alex eine Karte gemalt und Mara hat sie uns gebracht. Tracker, mit deinem Geländewagen und deinem scharfen Gehör kannst du sie finden. Und Chex, du suchst den dichten Dschungel mit deiner Flugkamera ab. Alles klar, die Helfer auf vier Pfoten legen los. Ich glaube, der Elefant hört etwas. Sirene, das ist die Paw Patrol. Hilfe! Wir müssen lauter rufen. Vielleicht kann uns der Elefant helfen. Hört ihr das auch? Das ist komisch. Ich höre ein Elefantenbaby und dann höre ich noch zwei Stimmen, die so tröten wie Elefantenbabys. Das sehen wir uns näher an. Ja, wir haben das Labyrinth gefunden. Glaubst du, die Paw Patrol hat unser Tröten gehört? Ich höre Alex. Na dann los, finden wir sie. Opa, die Flugkamera von Chase. Gerettet! Wir sind gerettet! Ich sehe sie! Paw Patrol, wir sind hier! Tracker, kannst du Alex da raushelfen? Kabel! Ja! Juhu! Ah! Ryder, Fellfreunde, das Elefantenbaby ist doch da drin! Rubble, komm mit deinem Bagger zum Labyrinth! Rubble ist der Retter! Hier irgendwas hochheben?
Helfer auf vier Pfoten sind bereit, Ryder. Danke, dass ihr euch so beeilt habt. Ein lautes Geräusch hat im Dschungel ein Elefantenbaby und seinen Vater erschreckt. Wir müssen Babyfan schnell aus dem Treibsand befreien, bevor er noch tiefer einsinkt. Für diesen Einsatz brauchen wir Rubble. Rubble ist der Retter. Und Rocky. Rocky rockt. Und Chase. Das ist ein Fall für Chase. Alles klar, die Helfer auf vier Pfoten legen los. Es wird alles gut, Papa Fant. Die Paw Patrol ist unterwegs. Gleich haben wir eine Steinbrücke. Wow, der Treibsand ist mächtig tief. Wie wär's mit dem Stamm? Gute Idee, Rocky. Wenn's mit den Steinen nicht klappt, versuchen wir's mit einer Holzbrücke. Wow! Ruff! Seilwinde! Chase, hol die Winde ein. Ruff! Seilwinde einholen! Oh, oh, das Baby ist ganz schön schwer. Wir müssen das Auto festhalten. Gut, dass du noch schwerer bist. Rubble, schieb den Baumstamm unter ihn. Ich mach ihn jetzt los. Alles klar, aber passt auf. Das war gute Arbeit, Freunde. Das haben wir gern gemacht, Papa Fant. Und wenn du wieder mal ein unheimliches Geräusch hörst, ein Anruf reicht. Die Helfer auf vier Pfoten sind bereit, Ryder. Der Transporter von Helga Besserwisser ist verschwunden. Darum brauchen wir für diesen Einsatz Geheimspion Chase. Das ist ein Fall für Geheimspion Chase. Und Sky. Ich heb jetzt ab. Alles klar, die Helfer auf vier Pfoten legen los. Ryder, ich hab ihn gefunden. Und du wirst nicht glauben, was ich noch sehe. Eine riesengroße Weingummistatue, die aussieht wie Bürgermeister Besserwisser. Ha? Wir kommen sofort. Bürgermeister Besserwisser, kommen Sie da runter. Nein, das ist ja unglaublich. Aber Büschelbärchen. Sky, lass den Gurt runter und heb den Bürgermeister von der Statue. Rettungsgurt. Das hast du gut gemacht. Jetzt nimm ihn mit. Gleich stößt er mit der Statue voll an die Pfosten. Wir müssen Bürgermeister Besserwisser darunter holen. Ich habe zufällig was mitgebracht. Vielleicht können wir es gebrauchen. Das ist doch Sumas Schlauchboot. Komm mit. Okay, Marshall, es ist wichtig, das Boot perfekt zu treffen. Und ich hoffe, unsere Möwenfreunde helfen uns dabei. Vielen Dank, Ryder. Vielen Dank, Paw Patrol, dass ihr meinem süßen, geliebten Schatz geholfen habt. Haben wir gern gemacht, Frau Besserwisser. Wenn wieder mal ein Bessie-Bärchen davonläuft, ein Anruf reicht. Die Helfer auf vier Pfoten sind bereit, Ryder. Danke, dass ihr euch so beeilt habt. Das neue Känguru der Segelohrs Hopsi hüpft durch die ganze Stadt. Es hat Alex hoch oben aufs Riesenrad geschleudert. Das ist aber ein Riesensprung. Und jetzt ist Hopsi verschwunden. Marshall, du musst mit deiner Leiter Alex vom Riesenrad runterholen. Und Chase, du musst mit deiner Detektivspürnase das entlaufene Känguru aufspüren. Die Helfer auf vier Pfoten legen los. Marshall, du weißt, was du tun musst. Chase, fahr los und such nach dem Känguru. Beeile dich, Marshall. Meine Hose ist irgendwie... Oh, oh. Ich komme. Oh. Alles in Ordnung? Ja, danke, Marshall. Da ist sie! Megafon! Hopsi, komm her, Hopsi! Jetzt geht's nach Hause. Sieht so aus, als wenn sie nach irgendetwas sucht. Henrietta! Aber wenn Henrietta hier ist, bedeutet das, Ruxi ist mit der Bürgermeisterin bei der Schlucht. Bürgermeisterin Gutherz! Jetzt haben wir wirklich
Rocky, wir brauchen euch dringend bei der Schlucht. Geht klar. Verstanden. Gemacht, Fellfreunde. Bürgermeister Besserwisser hat mit seinem Schiff einen Eisberg gerammt. Wir müssen es reparieren, bevor es sinkt, damit die Bürgermeisterin und die anderen nach Hause segeln können. Hilfe! Für diesen Einsatz brauchen wir Rocky. Rocky rockt. Und Everest. Bei Eis und Schnee ist doch klar, bin ich da. Alles klar. Die Helfer auf vier Pfoten legen los. Also los, bergen wir das Schiff. Okay, Everest, wir müssen den Paw Patroller mit dem Schiff verbinden. Gut gezielt, Everest. Und jetzt holen wir es an Land. Los geht's, Robohund. Wenn wir fertig sind, wird das Schiff noch viel besser sein als vorher. Gut, dann kann Bürgermeister Besserwisser alle zur Abenteuerbucht zurückbringen. Moment, wo ist Bürgermeister Besserwisser? Tja, was den betrifft. Eine Höhle? Ich wette, dass der Schatz hier irgendwo ist. Warten Sie, Herr Bürgermeister, Vorsicht, Sie lösen eine Lawine aus. Oh, ich hatte es schon fast geschafft. Ich hab ihn gesehen. So, das sollte genügen. Jetzt können Sie nach Hause segeln. Ryder, danke, dass ihr uns vor der Kälte gerettet habt. Kein Problem. Hilfe holen ist ganz leicht. Ein Anruf reicht. Ja! Hua! Spektakrin! Ich bin eine Vogelscheuche! Alle an Bord! Schönes Kostüm! Stimmt! Das ist ein super Kostüm! Vielen Dank für das Kompliment! Ja, es ist ein tolles Kostüm! Süßes oder saures? Opa? Wir müssen die Paw Patrol rufen. Ryder, ein Kind im Riesenspinnenkostüm schnappt sich alle Süßigkeiten. Wir kommen. Keine Spinne zu groß, keine Pfote zu klein. Halt, Schluss damit. Hörst du, wer auch immer in diesem ungezogenen Kostüm steckt? Oh, oh, nichts wie weg hier, Kätzchen. Netz. Verflixt! Wir hängen fest! Rubble, komm schnell mit deinem Kran. Du musst eine Riesenspinne aus dem Zuckercremenetz entfernen. Wow! Gut, dass es keine echte Spinne ist, Ryder. Sonst wäre sie wirklich zum Fürchten. Oh, was zum Naschen? Das muss ich haben. Oh, oh. Meine Süßigkeiten! Nein! Oh, danke, Ryder. Du und die Hunde, ihr habt euch große Mühe gegeben, um unsere Halloween-Party zu retten. Oh, gern geschehen. Wenn Ihnen wieder mal die Süßigkeiten ausgehen, ein Anruf reicht. Wir sind so froh, dass du wieder da bist. Ja, was ist die Überraschung? Rex? Hallo alle zusammen, ich bin Rex. Hallo, Rex. Schön, dich kennenzulernen. Willkommen in der Abenteuerbucht. Sie sind die nettesten Hunde, die ich je getroffen habe. Eigentlich sind sie die einzigen Hunde, die ich je getroffen habe. Du bist noch nie einem anderen Hund begegnet? Nein, da wo ich herkomme, bin ich der einzige Hund. Woher kommst du?
Das ist der zweite Teil meiner Überraschung. Fahren wir mit dem Paw Patroller? Nein, damit. Wahnsinnswagen! Cooles Fahrzeug! Also, Fellfreunde, alle an Bord! Verrückt! Das ist aber schön, Märchen! Wow! Was ist das? Riesig! Willkommen in der Dino-Wildnis. Das sind Triceratops und das sind Velociraptoren. Die sind so toll. Oh, das sind Pterodaktylen. Sie sehen aus wie Vögel. Habt ihr gewusst, dass es Flugsaurier gibt? Nein, aber jetzt schon. Kommt mit, ich zeige euch noch was. Das ist mein Zuhause. Wahnsinn, wie toll! Ich wohne hier mit Tina und Dr. Tollpatsch. Sie ist die beste Dino-Tierärztin der Welt. Es ist wirklich total spannend hier, Rex. Ja, können wir vielleicht eine Rundfahrt im Dino-Patroller machen? Das ist ein toller Name dafür. Auf zum Dino-Patroller! Die Helfer auf vier Pfoten sind bereit, Ryder! Danke, dass ihr euch so beeilt habt. Captain Tollpatsch verhält sich irgendwie seltsam. Er düst auf Draufgänger Dennys Raketenbord quer durch die Stadt. Für diesen Einsatz brauchen wir Chase. Du musst Captain Tollpatsch so schnell es geht aufhalten, bevor er noch irgendjemanden verletzt oder etwa sich selbst. Das ist ein Fall für Chase. Alles klar, die Helfer auf vier Pfoten legen los. Chase, sieh zu, dass du... Captain Tollpatsch? Ryder, ich bin nur kurz vor mein Board gestiegen und dann ist Captain Tollpatsch damit weggefahren. Das ist extrem merkwürdig. Nur keine Sorge, ich hol dein Board zurück, Draufgänger Danny. Ich heiße Draufgänger Danny X. Captain Tollpatsch, aufpassen! Vorsicht, Captain! Sie fallen gleich runter! Scheint so, als hätte er Probleme, uns zu sehen und zu hören. Chase, los, ruf nach ihm, so laut du kannst. Lautstärke aufdrehen! Wuff! Megafon! Captain Tollpatsch! Chase, bist du das? Wuff! Let's! Danke, dass du mich sicher geschnappt hast. Oh, hey, ich kann hören. Aber verflixt, meine Brille ist futsch. Sonderlieferung. Das hast du gut gemacht, Zuma. Captain Tollpatsch, wir haben Ihre Brille. Bitte schön. Tausend Dank für eure Hilfe. Wenn Sie wieder mal Ihre Brille verlieren, ein Anruf reicht. Die Helfer auf vier Pfoten sind bereit, Ryder. Auf Bürgermeisterin Gutherz-Leuchtparty ist etwas Merkwürdiges passiert. Ihre Gäste schweben in Riesenblasen. Und jetzt haben wir die Aufgabe, alle wieder sicher nach unten zu bringen. Also, für diesen Einsatz brauchen wir Geheimspion Chase. Das ist ein Fall für Geheimspion Chase. Und Marshall. Marshall macht's. Alles klar, die Helfer auf vier Pfoten legen los. Oh, sieh nur, das ist unser Freund. Hallo, Frau Bürgermeisterin. Ryder, ich bin so froh, euch hier zu haben. Meine Gäste schweben alle davon. Wie soll ich ihnen das Essen servieren? Hui! Ich hole Alex. Leiter hoch. Wasserdüsen. Seht mal, da sind Kathi und Katzi. Bin schon unterwegs. Saugnapfpfoten. Ruff, Seilrutsche. Festhalten, Kathi. Ich bringe euch runter. Halt, warte, stopp. Wir sind es doch.
Deine Freunde. Hab keine Angst, kleiner Freund. Wir sehen nur so seltsam aus wegen der Kostüme für die Leuchtparty. Tolle Party, Frau Bürgermeisterin. Vielen Dank, Paw Patrol, dass ihr die Leuchtparty und meine Gäste gerettet habt. Haben wir gern gemacht. Und wenn Ihre Gäste wieder mal davon schweben, ein Anruf reicht. Jetzt müssen wir trickreich sein. Sea Patroller, jetzt kommen wir! So, jetzt segeln wir mit diesem Superschiff weg. Sobald ich den Startknopf finde. Arr. Sorgt dafür, dass dieser Robohund unten eingesperrt bleibt. Der blinde Passagier ist gut verstaut. Also welcher dieser Knöpfe hier? Beim Klabautermann. Die Fahrt geht los. Habt ihr den Sea Patroller gefunden? Noch nicht, Ryder. Und jetzt habe ich auch noch Marshall verloren. Oh nein. Ich werde ihn mal anrufen. Hallo, Ryder an Marshall. Wo bist du? Kannst du mich hören? Keine Antwort. Vielleicht ist was mit seiner Hundemarke. Oh, diese Hundemarke ist perfekt für meine neue Schatzkiste. Yo, ho, ho. Robohund? Ja. Das ist der Plan. Du versteckst dich hinter dem Fass, dann locke ich Sid vom Steuer weg. Dann schleichst du dich hin und übernimmst das Steuer. Gepunkteter Hund, was machst du da? Wasserdüsen! Wasser! Ich krieg's irgendwie nicht hin, meine Düsen auszuschalten. Na, dann werde ich es tun. Das ist der Sea Patroller. Wir müssen ihn zurückholen. Festhalten und volle Kraft voraus. Stell sofort das Wasser ab. Was ist das denn jetzt? Sid Seeräuber, wir holen uns unser Schiff zurück. Ryder, was bin ich froh, dich zu sehen. Hey, Herr Segelrohr, was ist das? Der Sausewind 3000. Eine Frisbee mit eingebautem Turbomotor, die nach dem Wurf automatisch zu dir zurückfliegt. Muss sie nicht zu mir zurückkommen? Nicht wegfliegen, Sausewind! Was war denn das? Ich muss die Paw Patrol rufen. Ich bin so froh, dass ihr da seid, Ryder. Marshall kommt und holt sie runter. Marshall? Leiter hoch! Danke, Marshall. Oh, ich habe meinen Eimer oben vergessen. Es ist nicht schlimm, ich hole ihn. Das war die fliegende Untertasse. Der Sausewind hat sich Katze geschnappt. Und was sollen wir tun? Jetzt kann nur noch der beste Frisbee-Fänger in der Abenteuerbucht uns helfen. Wer? Chase, dein Netz! Netz! Geschafft! Die Helfer auf vier Pfoten sind bereit, Ryder! Danke, dass ihr euch so beeilt habt. Jemand hat euren Yumis leckeren Honig gestohlen und ihren Bienenstock. Einen ganzen Bienenstock? Das ist absolut unglaublich! Der Honigdieb hat auch den Zaun kaputt gemacht und jetzt laufen Yumis Tiere frei auf dem Feld rum. Für diesen Einsatz brauchen wir Spion Chase. Du kannst mit deiner Nachtsichtbrille und deiner Kamera den Honig und den Bienenstock finden. Und Rocky. Du musst mit deinem Werkzeug den Zaun reparieren, während wir die Tiere zusammentreiben. Die Helfer auf vier Pfoten legen los. Rocky, wir reparieren den Zaun, während Chase die Tiere zusammentreibt. Geht klar. Zum Glück habe ich noch ein paar Zaunlatten.
Megafon. Grunz, Grunz, kommt her, kleines Schweinchen. Und hierher, Kulinda. Gut gemacht, Fellfreunde. Jetzt suchen wir den Honig und den Bienenstock. Die Bienen fühlen sich in meinem Versteck wie zu Hause. Die Bienen haben es auf die Blume abgesehen, die auf dem Bürgermeisterhut ist. Sie sammeln Nektar. Aus Nektar machen Bienen Honig. Ich weiß schon, wen ich rufen werde. Hallo, Ryder. Was gibt's? Sky, ich möchte, dass du ein paar Bienen aus Besserwissers Versteck lockst. Okay, ich heb jetzt ab. Hallo, Bienen. Ich habe eine schöne Blume voller Nektar für euch. Jetzt bring sie zurück zu Bäuerin Yumi. Verstanden. Die Bienen fliegen in den Bienenstock, um mehr Honig zu machen. Süß. Danke, dass ihr meinen Honig gefunden habt, meinen Bienenstock und meine Bienen. Hilfe holen ist ganz leicht. Ein Zzzz reicht. Die Helfer auf vier Pfoten sind bereit, Ryder. Der Lokführer hat angerufen. Er steckt mit der letzten Fuhre der Jahrmarktausrüstung im Tunnel fest. Oh, und die Kinder freuen sich schon so auf den Jahrmarkt. Deswegen müssen wir unbedingt dafür sorgen, dass der Zug ankommt. Für diesen Einsatz brauchen wir Rubble. Rubble ist der Retter. Und Rocky. Rocky rockt. Alles klar, die Helfer auf vier Pfoten legen los. Ich bin so froh, dass ihr Zeit hattet zu kommen. Ein blöder Zeitpunkt für eine Panne. Das kriegen wir schon hin. Wo stecken sie denn fest? Oh, ich weiß, warum das passiert ist. Rubble, kannst du den Tunnel ein bisschen breiter machen? Bora! Rocky, sorg dafür, dass die Ladung wieder an ihren Platz kommt, damit der Zug weiter durch den Tunnel fahren kann. Ich kümmere mich drum. Und, Ryder, wie sieht es aus? Das sieht super aus, Rubble. Ich würde sagen, der Zug kann weiterfahren. Ich muss nur noch eine Sache aufladen. Kommt mal her, das müsst ihr sehen. Alles wieder gesichert, es kann losgehen. Wir fahren hier mit und passen schön auf, dass nichts verrutscht. Und ich räume alles auf. Herr Lokführer, wir sind alle an Bord. Auf geht's in die Abenteuerbucht. Hast du gesehen, wie ich in dem Spaßspiegel ausgesehen habe? Ich hatte total krumme Beine. Ja, das habe ich gesehen. Und ich habe mich vor dem Clown, der aus der Kiste hüpft, erschreckt. Oh, danke. Nein, ich danke euch. Ohne die Paw Patrol hätte der Jahrmarkt nicht stattgefunden. Haben wir gern gemacht. Wenn wieder mal ein Zug stecken bleibt, ein Anruf reicht. Die Helfer auf vier Pfoten sind bereit, Ryder. Unsere Hilfe ist wieder mal gefragt. Zwei Äffchen haben Kaugummiblasen gemacht und der Wind hat sie weggeweht. Wir müssen uns beeilen, sie zu finden und sie wieder auf den Boden holen. Für diesen Einsatz brauchen wir Tracker. Du suchst mit deinem Spürsinn nach den beiden Äffchen und bringst sie sicher nach Hause. Ich bin ganz Ohr. Die Helfer auf vier Pfoten legen los. Ryder! Der Wind weht sie immer höher. Bleib bei ihnen. Hilfe ist unterwegs. Chase, bitte komm. Wir brauchen dich und dein Netz, um die Kaugummi-Äffchen vor dem Boden aufzufangen. Das ist ein Fall für Chase. Tracker, bring die Blasen mit deinen Kabeln zum Platzen. Chase fängt die Äffchen mit seinem Netz auf. Alles klar, Ryder. Ich versuch's. Netz. Erwischt. Oh nein, das Äffchen klebt an dem Netz. Wie sollen wir jetzt das letzte Äffchen retten? Ich habe eine Idee. Rocky, das letzte Äffchen weht in deine Richtung. Wir brauchen deine Hilfe, um es aufzufangen. Rocky rockt. Da bin ich, Ryder. Was soll ich tun? Du musst deinen Staubsauger auf umgekehrt schalten, damit er die Luft rausbläst. Wir pusten das Chiclet zu einer Riesenblase auf, damit Mara darauf landen kann. Sie muss noch ein bisschen größer werden. Oh oh, der Toucan hat einen spitzen Schnabel. Ah!
Die Superhunde sind bereit für den Einsatz, Ryder. Danke, Superhunde, dass ihr euch so beeilt habt. Irgendwoher haben die Chaoskätzchen plötzlich Superkräfte. Sie bereiten überall in der Abenteuerbucht Probleme. Und wir brauchen euch Superhunde und eure Superpfoten, um sie zu bremsen. Super Chase, du holst mit deiner Supergeschwindigkeit und deinem Superfahrzeug das Kätzchen ein und nimmst ihm mit deinem Energienetz Herrn Pfeffers Thunfisch weg. Super Sky, du bringst mit deiner Wirbelwinddüse den Fisch von Captain Tollpatsch zurück. Und Super Rubble, du schiebst mit deiner Superkraft und deinem Superfahrzeug die Flunder wieder zurück ins Wasser. Die Superhelfer auf vier Pfoten legen los! Hey Kätzchen, lass den Thunfisch fallen! Du bist so schnell wie ich, aber sowas hast du nicht! Dieses Schiff ist zu schwer, um es anzuschieben. Warten Sie, Captain Tollpatsch. Ich schiebe es zurück ins Wasser. Das war ein super netter Schubser, Super Rubble. Siehst du irgendwo die Fische? Bisher noch nicht, Ryder. Aber dafür die Kühe von Bauer Alfred. Sie sind an der Kreuzung. Rubble, fahr zur Kreuzung und halte das Superkätzchen auf. Wird gemacht. Lass die Kühe von Bauer Alfred wieder runter. Sonst muss ich mal mit meinen Superpfoten durchgreifen. Ryder, ich habe die Fische von Captain Tollpatsch entdeckt. Ich wirbel sie zurück. Hab sie! Sehr gut. Du bringst die Fische zur Flunder und wir bringen die Kühe und den Thunfisch zurück. Gut gemacht, Superhunde. Die Helfer auf vier Pfoten sind bereit, Ryder. Danke, dass ihr euch so beeilt habt. Wir haben heute ein doppeltes Problem. Benny saust durch die Kanalisation und Flitzezahn kann ihre Inline-Skates nicht ausschalten. Oh nein! Flitzezahn? Wer ist das? Frau Fröhlich. Das war früher in der Roller-Derby-Mannschaft ihr Spitzname. Für diesen Einsatz brauchen wir Geheimspion Chase. Das ist ein Fall für Geheimspion Chase. Außerdem brauchen wir Marshall. Marshall macht's. Alles klar. Die Helfer auf vier Pfoten legen los. Bin ich froh, dass ihr da seid. Wir haben Frau Fröhlich und Danny nicht mehr gesehen, seit sie in dem Gully verschwunden sind. Chase, jetzt brauchen wir deine Flugkamera. Alles klar, Ryder. Flugkamera. Wir sind zu schnell unterwegs. Ich kann nicht anhalten. Wenn das so ist, dann gib mir meinen Pullover. Wir machen ihn zu einem Bremsschirm. Da kommen sie. Marshall, Chase, ihr müsst sie stoppen. Alles klar. Dann los. Au, au. Wasserdüsen. Also da war der Knopf zum Ausschalten. Danke. Danke, Paw Patrol. Das war sowas von extrem. Das mache ich ganz bestimmt nicht nochmal. Das haben wir gern gemacht. Du weißt ja, Vollbremsungen sind ganz leicht. Ein Anruf reicht. Die Rettungsritter auf vier Pfoten sind bereit, Ryder. Klaue und sein Flugdrache sind auf dem Weg zu uns. Also müssen wir versuchen, sie vom Schloss fernzuhalten. Aber Ryder, wie können wir einen fliegenden, feuerspeienden Drachen aufhalten? Mit euren neuen Rettungsritterfahrzeugen. Wow! Für diesen Einsatz brauchen wir Marshall. Du musst mit deiner Wasserlanze alle Brände löschen, die der Drache auf seinem Weg hierher legt. Ritter Marshall macht's ritterlich richtig. Alles klar. Die Rettungsritter legen los. So, jetzt schmelzen wir ein Loch in die Zugbrücke und stürmen das Schloss. Was? Stell gefälligst das Wasser ab, du Waschlappen. Niemals. Und ich bin Ritter Marshall. Ich bin ein Rettungsritter. Zwargs, auf in den Himmel. Au, au, au!
meinen Drachen. Ich verschwinde erst, wenn ich den Drachenzahn wieder habe. Sparx, flieg kopfüber! Nein! Chase, los! Drachennetz! Nichts passiert. Aber der verzauberte Drachenzahn ist kaputt. Marshall, das ist gut. Jetzt kann Klaue damit nicht mehr den Drachen beherrschen. Sieh mal. Max, warte, nein! Im Namen von Bellenburg danke ich euch allen für die Rettung des Königreichs. Wenn wieder mal ein Drache zu feurig wird, ein Anruf reicht. Seht mal, ein Monster! Was in aller Welt wackelt da durch den Wald? So ein Exemplar habe ich noch nie erblickt. Los, Zeit zum Abdüsen, Danny. Draufgänger Danny X. Und ein echtes Monster zu sehen, ist schon immer mein Traum gewesen. Du meinst dein Albtraum. Los, ziehen wir Leine. Ich wünschte, der Sessellift würde sich beeilen. Das kriege ich schon hin. Wir sind zu schnell gefahren. Nun ist der Lift kaputt. Wenigstens sind wir weit weg von diesem Schlammmonster. Ein Schlammmonster? Ja, es war riesig und grün und ist in den Wald gelaufen. Ich rufe die Paw Patrol. Leiter hoch. Hallo, Alex. Du zuerst. Alles klar. Aber Vorsicht, nicht. Nichts passiert. Danke, Ryder. Ich hoffe, ihr findet das Monster bald. Everest, hast du im Wald was entdeckt? Ryder, ich hab das Monster. Es ist Bürgermeisterin Gutherz voll mit grünem Schlamm. Und sie fährt unkontrolliert auf einem Snowboard rückwärts den Berg runter. Sie haben es gleich überstanden. Ich helfe ihnen anzuhalten. Oh, zum Glück. Oh! Bürgermeisterin, geht's Ihnen gut? Ja, jetzt ist die Welt wieder in Ordnung. Das verdanke ich dir, Everest. Vielen Dank, Paw Patrol. Das haben wir gern gemacht. Sie wissen ja, Hilfe holen ist ganz leicht. Ein reicht. Die Helfer auf vier Pfoten sind bereit, Ryder. Danke, Feldfreunde. Drei Vögel in der Stadt sind verschwunden. Daher brauchen wir für diesen Einsatz Sky. Du musst mit deinem Hubschrauber aus der Luft nach Bertha, dem hübschen Beo-Vogel, suchen. Denn sie ist die Einzige, die fliegen kann. Ich heb jetzt ab! Alles klar! Die Helfer auf vier Pfoten legen los! Ryder, ich habe die vermissten Vögel gefunden! Sie fliegen gerade davon! Hä? Alle drei, Sky? Aber Hühner und Strauße können nicht fliegen. Oh doch, wenn sie in einem Heißluftballon sind. Oh oh! Los, hinterher! Sky, versuch mit deinem Hubschrauber den Ballon runterzudrücken. Haltet durch, Vögelchen! Strauß im Sturzflug, direkt über uns! Chase, fang ihn mit deinem Netz auf! Ruff, Netz! Gut gemacht, Chase. Danke, aber jetzt ist Henrietta ganz allein da oben. Reinhard, wir müssen sie so hochbringen, dass sie das Ballonseil zu fassen bekommen. Marshall, komm so schnell du kannst mit deinem Feuerwehrauto her. Marshall, macht! Da bin ich, Ryder! Toll, fahr deine Leiter aus. Leiter! Also dann, Reinhard, sie wissen, was zu tun ist. Oh, gleich. Hab ich! Oh, keine Angst, kleiner Passagier. Ich, der reisende Reinhard, werde diesen Ballon fachmännisch sicher zur Zentrale zurückbringen. Danke, Ryder. Und auch der Paw Patrol, dass ihr die kleinen Ausreißer gerettet habt. Wenn ihre Vögel wieder mal wegfliegen, ein Anruf reicht. Darf ich vorstellen, unsere neue Kuh? Oh, aber... Das ist keine Milchkuh, es ist eine Seekuh, ein Manati. Ich hab schon einen Namen. Moni passt zu ihr. Ja, sie ist süß, aber was soll Moni auf einem Bauernhof?
Sie braucht einen Lebensraum, wo sie schwimmen und frei sein kann. Seekühe mögen flaches Wasser und wir müssen sie schnell dorthin bringen. Um zum Sumpf zu kommen, müssen wir über den Berg. Oh nein, der Anhänger! Rubble, du musst ein Hindernis bauen zum Ausbremsen. Wird gemacht, Ryder! Achtung! Moni, ist nichts passiert. Oh, oh, in dem Becken ist ein Riss. Dann müssen wir Moni so schnell es geht in den Sumpf bringen. Moni, du bist zu Hause. Wurde aber auch höchste Zeit. Ich schlage vor, wir fahren den Anhänger rückwärts ans Ufer. Ich glaube, das könnte schwieriger werden, als du denkst. Sky, du musst sofort zum Sumpf kommen und Moni hochheben. Ich bin der Flughund. Chase, pass auf, dass Moni die Krokodile nicht aufweckt. Ich weiß, was zu tun ist, Ryder. Ruff, Netz! Ja! Die Helfer auf vier Pfoten sind bereit, Ryder. Der Eingang zum Gewächshaus ist versperrt. Jetzt sind Bürgermeisterin Gutherz, Henrietta und Bürgermeister Besserwisser darin eingeschlossen. Hilfe! Für diesen Einsatz brauchen wir Rocky. Rocky rockt! Und Everest? Bei Eis und Schnee ist doch klar, bin ich da! Alles klar, die Helfer auf vier Pfoten legen los. Also los, Everest, erstmal den Eingang freiräumen. Okay, dann mal weg mit dem Schnee. Sehr gut, Everest. Und jetzt reparieren wir noch die Tür. Geht sofort los! Ich schwitze, es ist viel zu warm hier drin. Wenn Ihnen zu warm ist, ziehen Sie die Jacke aus. Es gibt doch sicher eine Klimaanlage. Selbst wenn, die dürfen Sie nicht anmachen. Warum wirst du, blödes Ding, nicht kälter? Seien Sie vorsichtig, Sie machen jetzt... Noch kaputt. Wir können wieder rein. Holen wir die anderen raus. Was ist denn da drin los? Die Paw Patrol! Geht es Ihnen gut? Es ist so kalt hier drin. Ja, was ist denn mit der Heizung? Bürgermeister Besserwisser hat sie kaputt gemacht. Wenn es hier drin zu kalt wird, dann gehen die Pflanzen ein. Wir müssen das reparieren. Mein allerliebstes Lieblingshühnchen und ich gehen erstmal raus in den Schnee, um uns aufzuwärmen. Das Teil scheint echt kaputt zu sein. Kannst du es schnell reparieren, Rocky? Das ist kein Problem. Wuff! Schraubendreher! Ist repariert. Temperaturregelung an. Gut gemacht, Rocky. Den Pflanzen ist es schon bald wieder warm genug. Hiermit ist das Gewächshaus offiziell eröffnet. Danke, dass ihr das Gewächshaus gerettet habt, Paw Patrol. War uns ein Vergnügen. Wenn euer Gewächshaus wieder mal einfriert, ein Anruf reicht. Einfach lecker. Frau Bürgermeisterin? Ryder! Der goldene Stadtschlüssel wurde gestohlen. Frau Bürgermeisterin, ich möchte einen Kuchendiebstahl melden. Schurken haben den Strand verwüstet. Und das Museum. Ryder, was sollen wir denn nur tun? Frau Bürgermeisterin, können Sie und die anderen die Fluchtfahrzeuge beschreiben? Moment, sie sahen aus wie eure Fahrzeuge. Das werden wir mal überprüfen. Kein Einsatz zu groß, keine Pfote zu klein. Unsere Aufgabe ist es, die Räuber zu finden und aufzuhalten. Mit dem Schlüssel kommen die Diebe überall rein und weggebracht wird die Beute mit den Fahrzeugen. Der Dieb, der den Schlüssel hat, redet mit denen, die die Fahrzeuge fahren. Mal sehen, ob wir mithören können. Ahoi, alle Piratenmobile. Wir treffen uns an der Geheimstelle am Strand. Das ist Zit Seeräuber. Los, komm mit. Wir können ihn immer noch entwischen. Du bleibst hier. Drei sind schwerer als zwei. Ich habe immer noch den Schlüssel. Ich komme wieder. Und ich kann euch versprechen, das nächste Mal erbeute ich alles. Zuma, stopp es. Oh.
haben unser Boot verloren. Aber wir haben immer noch den Schlüssel. Wo ist der Stadtschlüssel? Vielen Dank, Ryder. Und euch danke ich auch. War uns ein Vergnügen. Und Sie wissen ja, Frau Bürgermeisterin, Piratenhilfe holen ist ganz leicht. Ein Anruf reicht. Die Helfer auf vier Pfoten sind bereit, Ryder. Vielen Dank, dass ihr euch so beeilt habt. Als der Schulbus kam, war Alex nicht da. Er ist verschwunden. Oh nein. Was? Komisch. Keine Sorge, wir finden ihn. Für diesen Einsatz brauchen wir Sky. Du musst mit deinem Hubschrauber aus der Luft nach ihm suchen. Benutz deine Fernsichtbrille. Ich heb jetzt ab! Alles klar, die Helfer auf vier Pfoten legen los. Sky, hast du Alex schon gesichtet? Hilfe! Alex und die Mini-Patrol sind auf der Flunder. Und das Boot fährt ganz alleine. Oh nein! Captain Tollpatsch, das Kaninchen und die Maus sind ins Wasser gefallen. Ich komme sofort. Zuma, du kommst bitte mit deinem Luftkissenboot zur Robbeninsel. Ab ins Wasser! Alex, keine Sorge, ich rette euch aus der Luft. Ja, wir sind gerettet. Kinder, ich habe kaum noch die Kraft, den Karton hochzuhalten. Sekunde, das haben wir sofort. Rettungsring! Danke, Zuma. Du hast die süßen Tierchen und die Muffins vor einem Salzwasserbad bewahrt. Willkommen an Bord, Captain Tollpatsch. Danke, Ryder. Aber jemand muss flugs die Flunder stoppen, bevor sie die Robbeninsel rammt. Zuma, du übernimmst das Steuer. Alles klar. Ich muss einen Riesensprung machen. Luftkissenboot, alleine fahren. Na, dann wollen wir mal die Richtung wechseln. Weg von der Robbeninsel. Ja! Hallo Opa, ich laufe nie wieder weg, ohne Bescheid zu sagen. Danke, dass ihr meine Muffins und die Mini-Patrol gerettet habt. Das haben wir gern gemacht. Hilfe holen ist ganz leicht. Ein Anruf reicht. Seht euch die ganzen Folgen von Paw Patrol auf Nickelodeon an.